Grüß euch, meine Lieben, wir machen heute das neue Jugoset auf, weil Survivors, da liegt so. Und wir machen nicht eins davon auf, sondern wir machen drei solche Displays auf. Und die ersten Karten sind die Collectors-Karten, was drinnen sind. Das Coole ist, dass vom einem ganz alten Strukturdeck die Karten drin sind, die Dinos. Und der ultimative Tyranno, das ist auch so eine spielstarke Karten. Und die sind Collectors auch drinnen. Und die probieren wir zum Ziehen. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe das erste Display schon ausgepackt. Vermutlich drei, so ich glaube in Chat. Chat, Weasel, ich glaube da. Drei, eins, zwei, drei. Passt. Oviraptor. Also wir sehen jetzt die ganzen Dinos. Ist eigentlich absolutes, wie soll ich sagen, gegen das Deck habe ich so oft verloren. Das ist eigentlich Hoss. Aber es ist cool, dass die Karten drin sind. Und sind alles so Rare-Karten. Na, da ist schon die Super Rare. Das heißt zwei Karten. Zwei Karten. Verschiedosaurier. Das heißt zwei Karten muss ich vier, oder? Und let's go. Collector's Rare, ich werde es, also auch wenn es sich nicht auskennt, ich werde es merken, wenn es eine ist. Passt, jetzt ist da die Super Rare. Kartentrick wieder versaut. Das ist das neue Dings, was dazu kommt. Wieder Verschiedosaurier. Mantra-Wichtel. Das sind die Virus. Oh, Tierverzierter. Der ist auch fein. Die Karten waren mir richtig teuer. Und ist jetzt nicht mehr. Hamburger Rezept. Das ist. Ich glaube, das wird das Deck wie auf dem nächsten Turnier spielen. Das Hamburger Deck. Und dahinter haben wir. Boom! Eine neue Dino-Karten. Ja, da gebe ich dir wieder recht, wenn die letzte Karten gleich, also die fette ist, dann ist natürlich die Chance höher, dass beschädigt wird. Na, der Bummel ist nicht da. Der Bummel ist nicht da. Sonst würde es da sein, Jacques. Und Bezwingerseele Dreifachangriff. Babysaurier. Haben Sie den Text umgeschrieben? Warte, ich muss kurz schauen. Na, es ist nur immer nicht Once Per Turn. Wenn Sie dem Baby Dino Once Per Turn machen, dann ist Deck tot. Und wieder ein Transzendentosaurier. Aber dass die normalen Dinos da drin sind, verstehe ich nicht. Oder die Mantra-Wichteln. Doppelte Evo-Pille und dahinter haben wir Bezwingerseele. Wir haben schon wieder dasselbe Super, ja. Lol. Dass ich alle möglichen Decks ein bisschen ausprobieren kann. Deswegen spielst du das, was auf Instagram die Leute abstimmen auf die Turniere. Weil wir haben einmal im Monat ein Turnier. Das, was ich auch stream. Und das nächste ist, glaube ich, sogar am 10. Das heißt den Samstag. Da ist er, ultimativer Tyranno. Und dahinter. Xenometeorier. Ah, ein echter Dino. Das sieht cool aus. Ah, die Dinos und Mantra-Wichteln. Der Mancho, der war nicht fern, klar. Aber die Mantra-Wichtel und der Mancho sind drin wegen diesem Ritual-Burger-Viech. Ich glaube, das ist auch richtig alte Karte und die hat da wieder einen Reprint gekriegt. Fossile Grabung, Faschido. Und jetzt. Genau, Mann, let's go. Hungriger Burger. Ah, zaubern da vorne, ja, genau. Da kann man sicher was rundum bauen. Da kann man sicher was rundum bauen. Alter, Vater. Das ist auch ein Dino, Alter. Transzendosaurier Borignatus. Passt. Der Name einfach. Ultimative Tyranno. Riesenrex. Ich gebe mein Bestes, Bummerl. Ich gebe mein Bestes und mit dem hauen wir uns eine in Bezwingerseele schwerer Borger. Das heißt, Maschine sind die zweiten oder die dritten, das dritte Themendeck, was da betreten wird. Aber wir schauen. Untergegangene Welt. Wieder der Tyranno. Schaut, ob ich schon Playset. Spezialrezept der Kuchenchefs. Da, das ist zum Beispiel Freundkarten für den Ritualdings. Für den Burger. Und dahinter haben wir die Zauberkarten. Ausrüstungszauberkarten für den Burger. Der Petiteranodon. Petri. Geil, wieder die Feinkarten. Oh, was ist das?
Amantra-Wichtel Kelchschleim. Cool. Kenne ich gar nicht. Und was haben wir auf dem Rare Slot? Bam! Ultra Rare Xenozentrum. 30 Euro plus! Ich hab die gerade so weggeklickt, die wären die 5 Euro wert bei den Karten. Let's go! Ja, weil ich nur die Collector Rares da hab. Die Dings hab ich gar nicht da. Die Ultras. Doch! Stimmt! 30 Euro plus, da ist sie. Die ist mitten unter die Collector Rares drinnen. Brachiosaurier. Obi-Raptor. Boah, ich und die Dinos haben wirklich eine lange Geschichte miteinander. Wirklich eine lange. Und Bezwingerseele Fortsetzung, also fortsetzen. Also ihr wollt, dass ich singe. Dann haben wir Hintergrundmusik. Und let's go. Baelgrill der Noveles. Zack. Es kann nur einen geben. Das sind coole Karten, wie du da Virus. Evolza Solda. Das sieht auch nicht aus. Wir kennen nämlich auch nicht. Und dahinter haben wir Bezwinger, Seelen, Staubwirbel. Nächstes. Wir haben. Sind da nicht Secret Rares auch drinnen? Hallo? Display? Was los? Kannst du das Besondere USB in Schluss auf oder was? Das zahlt mir überhaupt nicht. Und wieder Xenozentrum. Das ist wieder eine 30-Euro-Karten. Wir haben einfach jetzt den schon zweimal gezogen. Ich glaube nämlich auch, dass da keine drin sind und nur die Ultra Rares drin sind und Collectors Rare. Schaut. Und die kann man nochmal alle schon gesehen. Also Common Rares. Was haben wir dahinter? Hinterm Faschidu ist Raclette. Mantra Wichtel. Karten schaut richtig cool aus, der Slime, was dann im Cave drinnen ist. Aber ich glaube wirklich, von den Rares haben wir alle gesehen. Lol, wie schnell leicht. Bam! Setz deine Seele. Boah, das schaut so cool aus. Ultra Rare. Da gefühlt jede Ultra Rare 30 Euro wert, oder was? Und wieder den neuen Dino in Gigant. Obi-Raptor. Oh ja, a Ultra Rare. Wo ist die La Karte? Tageskarte. Geil. Ich finde aber schade, dass die Rares nicht so viel unterschiedliche sind. Hungriger Burger. Jawohl, die zweite. Let's go. Braucht keiner ja mit den Dinos. Das sind alle Dinos. Wie viele Dinos bist du vielleicht nur? Und dahinter die Dino-Zauberkarten. Let's go! Doch nicht. Restaurant, Novels Restaurant. Das sind die Feldzauberkarten. Feldzauberkarten sind normalerweise immer teuer. Von Decks, die was stark sind. Und die Rezepte da. Genug. Bin gerade beim zweiten Display. Bam! Ja, mit den Dinos. Feuerformation Tenki, Paschidosaurus, Mantra-Wichtel, hier verzierter, Hamburger Rezept, Mantra-Wichtel und dahinter haben wir. Bezwingerseele Raisen. Das ist auch wieder ultra rare. Die sleeven wir mal zur Sicherheit. Und dahinter haben wir. Let's go! Alter, die Karten schauen geil aus. Wird interessant. Was ist der aktuelle Meter? Und
Let's go. Fels des Bezwingers. Jawohl. Weil die Karten schaut fett aus. Karten schaut so geil aus. Wir hauen uns eine in das nächste. Booster. Untergegangene Welt. Bandkontrolle. Und jetzt. Bezwinger Racing schon wieder. Let's go. Wir sind immer beim selben Display. Da sind so viele Ultras drinnen gerade gewesen. Hamburger Rezept. Mantra Wichtel. Und jetzt. Ich mache mit dem Display schon herin. Unser erstes Display auch. Von denen alles gut. Von denen alles gut. Die Dinos, Baby. Verlockung der Finsternis. Tyranno. Mantra. Vorbereitung der Riten. Und was haben wir dahinter für ein Hit? Let's go! Wieder! Bezwingerseele der wahnsinnigen Liebe. So geil. Der Supersteigflug. Na, noch nicht. Aber kommt nun. Klar, Moment. Jetzt ist wahrscheinlich genau da drinnen. Hopp! Fels der Bezwinger. Wieder Ultra Rare. Alter, das Display hat ja viel Ultra Rares drinnen. Die sind so teuer. Wisst ihr, was wieder an Wert schon wieder liegen haben? Da hast du alle drei Displays erinnern, nur mit den Ultra Rares. Und BAM! Oh mein Gott, das ist der Collector's Rare! Und, oh, es ist die erste! Es ist die erste Collector's Ich hab die erste Collector's Rare gezogen! Fickt euch, Alter! Ich hab die der. Ich muss sleepen, glaub ich, ich will es nicht anspucken! Und ich hab die erste Collector's Rare aus dem Set gezogen, Alter! Und ich hab so eine dumme Sleeve genommen! Warte, ich brauch eine andere Sleeve! Let's go! Let's go! So schaut's nämlich aus und nicht anders. Ich brauche einen Top-Loader. Ich brauche eine Hülle, was nicht so dreckig ist vorne. Obwohl, ich konnte einfach die nehmen. Warum tue ich so blöd? Ich muss nicht mehr außer da. Ich zeig's euch gleich, ich zeig's euch gleich, ich zeig's euch gleich. Was bei mir steht, Bezwinger, schwerer Burger. Na, das ist nicht die erste. Leck mich am Arsch, aber es ist ein 50-Euro-Karten und die erste kostet 58. Also es reißt sie um Peanuts. Peanut Butter reißt sie. Let's go! Die Karten schaut so geil aus. Sechs ist. Also es schaut. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so sechs die Collector's Rare. Oh, das ist mein Programm aus dem zweiten Display im letzten Booster. Let's go! Wir haben nur dritt. Her damit! Das finde ich ein bisschen schade, dass die normalen. Di Wenn sie neuen Dinos ändern, habe ich überhaupt kein Problem damit. Finde ich voll geil. Aber. Dass die alten Dinos eine dann, wo es ein Starter-Deck gibt um 10 Euro, wo alle drin sind. Oh, geil, die Ultra Rare, die ist auch richtig fett. Let's go! Lernen. Ich hab da, jetzt passiert wieder ganz was Komisches. Das Booster ist zu. Komplett. Ich hab da nichts gemacht. Das Booster ist komplett zu. Ich schwöre, ich spür's, da ist auch Karten drin. Da ist auch Karten drin. In dem Booster. Yu-Gi-Oh! Hat mich verarscht. Gebt euch das. Da ist auch Karten drin. Ich mach das Booster frisch auf. Ich mach's jetzt vor euch auf. Auch Karten. Ah, ne, einfach. Was? Alter, was? Es ist nur die Rare drinnen! Alter, willst du mich verarschen, Yu-Gi-Oh! Ja, genau. 6 mit 2 Cent, schüttet uns jetzt Konami. Für immer.
Gleich auf Twitter. Wir sollen auf Twitter gehen und sagen, schaut euch den Clip von Wonka an, da ist auch Karten drin, die gehört zahlt. Außer er gehört nur Collector. Dann ist mir das eine Booster egal. Aber nur dann. Wenn er nicht gönnt, dann sind sie entschuldigt. Wupp. Wupp. So, die letzte Rare für diesen Abend. Bezwinger Seelenstaubwirbel. Let's go. Ja, wir sind über 400 Euro. Und 360 hat es gekostet. Dann im Plus. Auf jeden Fall, das Highlight ist die Collector's Rare. Was man sagen, Bezwingerseele schwerer Burg. Ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es sich so passen will, könnt ihr gerne auf YouTube einen Kommentar da lassen, Like, abonnieren, irgendwie sie Bemerkungen machen, finde ich geil. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Pack Opening. Tschüss!